In herausfordernden Lebenssituationen kann es hilfreich sein, einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite zu haben. Doch was ist eigentlich ein Mentor, eine Mentorin? Und was beinhaltet die Rolle des Mentees, der Mentee? Als Mentorin helfe ich der Mentee. Als Mentorin begleite ich die Mentee und aktiviere ihre Ressourcen. Mein Mentor weiß alles. Als Mentee profitiere ich von der Erfahrung meines Mentors. Ich kann meinen Mentor alles fragen, dies heißt aber nicht, dass er alles weiß. Durch meine Mentoren erhalte ich einen Ausbildungsplatz. Die Mentorin unterstützt mich auf meinem Weg mit Informationen und ihrem Netzwerk. Doch wie funktioniert ein Mentoring genau? Als Mentor und Mentee sind wir ein Team. Zu Beginn definieren wir gemeinsam die Dauer unserer Zusammenarbeit, den Bereich, mit dem wir uns befassen, das Ziel, das wir erreichen möchten. Zu guter Letzt gilt es, wie beim Sport oder einem Gemeinschaftsspiel, Spielregeln aufzustellen. Spielregeln eines Mentorings sind beispielsweise: Wir begegnen einander offen und wertfrei. Wir hören einander zu und fragen, wenn etwas nicht klar ist. Wir behandeln Informationen, die wir miteinander teilen, vertraulich. Wir halten uns an Abmachungen. Auf der Basis solcher oder ähnlicher Spielregeln macht die Zusammenarbeit zwischen Mentor und Mentee Freude und bietet Potenzial für viel mehr. Vielleicht entdeckt ihr ein gemeinsames Hobby, lernt voneinander eure Lieblingsgerichte zu kochen oder bringt euch eine Sprache bei. Ihr bringt alle einzigartige Ressourcen mit. Nutzt diese. Vielleicht bleibt ihr jedoch auch bei eurem Kernthema und schließt eure Zusammenarbeit nach Ablauf der vereinbarten Dauer ab. Dies liegt ganz an euch. Wir wünschen euch viel Erfolg und vor allem Spaß.